Guten Morgen, meine lieben Freunde. Es ist der 11. Dezember, Dienstag. Der Montag ist überstanden und wir haben nur noch 13 Tage bis zum Heiligabend. Leute, es sind nicht mal mehr 2 Wochen, bis wir schon wieder Weihnachten haben. So geil. Leute, ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Ich habe heute echt geschlafen wie ein Stein oder schlaf immer noch wie ein Stein. Wie kann ich schon wissen, als wie ich geschlafen habe? Ich lüge gerade im Moment, weil ich das Video natürlich aufnehme, bevor ich gerade schlafe. Aber ich habe tatsächlich von Sonntag auf Montag eigentlich ganz gut geschlafen und geschlafen wie ein Stein. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich auch von Montag auf Dienstag wie ein Stein geschlafen habe, aber leider viel zu kurz. Das weiß ich jetzt schon, dass ich viel zu kurz geschlafen habe. Leute, wie geht's euch? Habt ihr gut geschlafen? Habt ihr was Tolles geträumt? Was macht ihr heute? Schule, Arbeit wahrscheinlich? Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben das 11. Türchen. Ich bin irgendwie ein bisschen, ich bin immer so in Redelaune bei euch, aber ich darf nicht zu viel rumreden. Wir danken wieder WRD für das, dass sie unseren Adventskalender so toll täglich mit ihren Geschenken unterstützen. Wir können auch heute wieder ein Goodiebag gewinnen. Gestern hat der Kirito gewonnen. Also, der hat auch sofort zurückgeschrieben. Der war wahrscheinlich zufälligerweise gerade in dem Moment online. Heute kann auch wieder jemand gewinnen, um gewinnen zu können. So einen tollen Goodiebag müsst ihr einfach nur unter dem Video kommentieren, einen Like da lassen und Pokémon Jam abonnieren. Ganz wichtig, auch Pokémon Jam abonnieren. Und dann wird am selben Tag, also heute noch um 8 Uhr Abend, zwischen 8 Uhr und 10 Uhr, der Gewinner ausgelost. So, jetzt fackelt man aber nicht mehr lange rum, packen das Päckchen Nummer 10 und Nummer 11 aus. Ihr dürft natürlich auch das große Gewinnspiel nicht vergessen, das wir noch haben. Am 24. werden 3 Gewinner ausgelost, die was Großes gewinnen können. Voraussetzung ist, ihr müsst unter jedem Video vom 1. bis zum 24. kommentieren. Ja? Genaueres findet ihr aber nochmal hier oben in der Infocard zum Infovideo zum Adventskalender, falls ihr da noch irgendwelche Fragen habt. So, wir haben heute, holy shit, wir haben heute 6 Booster. Echo des Donners, Ultra Prisma, Sonne und Mond 1, Stürmer im Firmament, nochmal Ultra Prisma und nochmal Stürmer im Firmament. Ziemlich cool, ziemlich cool. Ich würde mal sagen, wir öffnen chronologisch. Fangen bei Sonne und Mond 1 an, Ultra Prisma, Stürmer im Firmament und dann Echo des Donners. Also Leute, let's go. Drückt mir die Daumen. Ich würde so gerne in Ultra Prisma eine Full Art Synchro ziehen. Das wäre der größte. Also einen Weihnachtswunsch wurde mir ja schon erfüllt, dass wir die 8000 Abonnenten noch dieses Jahr schaffen. Das haben wir tatsächlich gepackt. Das freut mich tierisch. Jetzt fehlt mir nur noch die Full Art Synchro. Das wäre der absolute Oberhammer, ja. So, Elimar, da haben wir einen Quartermark, einen Pokémon-Fänger, ein Yorklef, Dratini, Wingull, Velursi, einen Rockball. Und gestern hatten wir aber das Glück schon fast ein bisschen überzogen. Gestern hatten wir schon extrem viel Glück in den Boostern. Kangama, Reverse und die Rares. Oh, die Reverse ist ein. Ach, die Rare ist ein Donarion Holo. Das ist das gute Donarion Holo. Das momentan, glaube ich, noch ein V-Caray gespielt. Ich weiß gar nicht, ob V-Caray noch gespielt wird. In der letzten Zeit habe ich mich wieder sehr, sehr wenig mit dem TCG befasst, muss ich tatsächlich sagen. Packen die wohl einfach mit weg dabei. Aber ja, also es wurde zumindest sehr viel mit Dingens gespielt, mit Rayquaza. Und war dementsprechend auch teuer. Ich glaube irgendwo um die 5 Euro knapp. Zwischen 3 und 5 Euro hat das Donarion gekostet, das Holo-Donarion. Wir haben ein Fluchtboard, ein Alola-Dickri, Kaumelat, Araqua, Skunkapu, Chillast. Ein Electek, eine Feuerdisc Reverse Holo und die Rare ist ein Schneiderotom. Oh man, diese Rotoms als Ultra Prisma sind so ein Troll. Ich verstehe es immer noch nicht, wieso dass man diese ganzen Rotoms als Rares reinpacken musste. Die sind einfach so unnötig. Na gucken wir mal, vielleicht haben wir als Ultra Prisma, glaube ich, noch nicht wirklich was Heftiges gezogen bisher. Oder doch, ach natürlich, das Hyper Red Dialga, glaube ich, war das Ultra Prisma. Das war eigentlich schon ziemlich sick, muss man tatsächlich sagen. Das war sick, als wir das gezogen haben. Pachirisu, die Reverse ist ein Hippoterus und die Rare ist ein Wirbelrotom. Oh no, also heute wieder nichts in Ultra Prisma. Schade. Machen wir weiter mit Sturm am Firmament. Vielleicht haben wir hier Glück. Bisher haben wir noch kein Glück. 3 Booster aufgemacht, also die Hälfte haben wir. Bisher noch kein Glück. Aber kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen. Vielleicht haben wir wieder Last Pack Magic oder so. Wir wissen es nicht. Eine Wasserenergie. Machen wir weiter mit einem Tali. Metang. Ein Alabis. Libiskus. Ein Fritzelblitz. Samurzel. Bingul. Ein Spoink. Ein Flurmel. Und die. Wieder eine
Secret Rare. Leute, was ist denn los? Secret Rare Lebenskräuter. Dude, was ist denn das, Alter? Heute wieder. Oh Mann. Okay, die Woche scheint gut zu werden. Die Woche scheint wirklich gut zu werden. Wir gucken uns die Karte nochmal genauer an, ey. Guckt euch das an. Secret Rare Lebenskräuter. Schöne Karte. Wieder eine Secret. Echt so geil. Hammer. Okay, direkt nächstes Booster von Stürmer Firmament. Die Woche scheint gut zu sein. Was wir so ziehen. Heftig. Okay, wir starten mit einer Psychoenergie. Dann Sanganabys, Maskurial, Meteno, Bummels, ein Gehweiher, Schneckmark, Lavita, ein Flurmel, ein Fritzelblitz und die Rare ist ein Muruder Non-Holo Rare. Okay, aber ich glaube, wir können uns schon nicht mehr beschweren. Aus 6 Boostern einmal Secret Rare Lebenskräuter ist ganz okay. Das kann man lassen. So, letztes Booster, Echo des Donners. Last Pack Magic, Fragezeichen, haben wir hier auch nochmal Glück und ziehen eine GX oder sowas, wäre super nice. Aber wir können das Glück natürlich auch nicht überschärfen. Wir hatten gestern schon so viel hardcore viel Glück. Und jetzt heute nochmal wieder eine Secret, Alter, heftig. Echt heftig. 2 Tage hintereinander eine Secret Rare. Ein Weberak Reverse und die Rare ist ein Starloss Non-Holo Rare. Also sonst leider nichts gezogen heute, aber ich glaube, dafür können wir uns trotzdem zufrieden geben hier. Mit den Lebenskräutern Secret Rare. Das ist super. Echt ohne Scheiß. Freut mich des Todes, dass wir die gezogen haben. Leute, ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Ja, haltet durch. Der Tag ist bald vorbei und dann morgen ist auch schon wieder Mittwoch, die Mitte der Woche. Dann haben wir die Hälfte eh schon wieder geschafft, so mehr oder weniger. Also, und am Donnerstag ist dann mein Zahnarzttermin. Ich muss morgen unbedingt ein paar Videos voraufnehmen, weil ich glaube, ich kann am Sonntag nach meiner Wurzelbehandlung kein Opening aufnehmen. Ich glaube zumindest. Oder wollt ihr so ein Retard-Opening mit einer vollgefrorenen Backe und ich sabber hier alles voll? Könnten wir eigentlich auch machen, ne? Nee, das mache ich glaube ich nicht. Ich glaube, das kann ich nicht bringen. Leute, ich wünsche einen schönen Dienstag. Vergesst nicht das Gewinnspiel und bis morgen, ne? Schönen Tag. Bis dann, Leute. Ciao.